Hallo Leute, damit auch willkommen zur neuen Folge von Ark Ragnarok. Genau, wir sind hier gerade in der zweiten Folge und letztes Mal ist ja etwas sehr Witziges passiert. Und zwar, als ich hier mein Campfire aufmachen wollte, kam ein Megalosaurus und hat mich eiskalt erwischt. Genau, diesen habe ich ja letztes Mal schon versucht wegzulocken, was mir nicht ganz so geglückt ist. Ich dachte mir, vielleicht könnte es diesmal klappen. Allerdings, als ich ihn gerade gesucht habe, war er nicht mal aufzufinden. Also ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Genau, ich würde sagen, wir tun nicht alles Holz rein. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Er ist ja einerseits ganz gut, denn ich möchte den ungern begegnen, vor allem nicht im Dunkeln. Aber andererseits wäre es doch vielleicht ganz praktisch zu wissen, wo er gerade sein Unwesen treibt. Ne, vorhin ist er, glaube ich, in die Richtung gerannt. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er irgendwelche Dinosaurier jagen gegangen ist. Und auf einmal war er weg. Genau, hier ist übrigens auch gerade ein roter Loot Crate ziemlich gut. Schade, dass wir gerade mal Level 5 sind und uns noch keine Loot Crates erschließen können. Ich glaube, der erste beginnt bei Level 15. Wenn ich mich hier irre, dann klärt mich bitte in den Kommentaren auf. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal sehr, sehr stark bei euch bedanken. Okay, Leute, so viel zum Thema. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich weiß es jetzt. Da ist der Megalosaurus. Da habe ich mich zu früh gefreut, dass wir ihn nicht mehr wiedersehen müssen. Genau. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, wir sollten jetzt so schnell wie möglich rennen, Leute. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte mich nochmal bedanken für das positive Feedback unter dem ersten Video. Ne, ich glaube über 3200 Daumen nach oben und das ist wirklich eine enorme Nummer. Also da nochmal ein großes Dankeschön. Also so gute Rezensionen habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin, genau, mir so positives Feedback geben würdet. Ne, also das freut mich einfach extrem. Da merkt man halt auch, dass quasi das, was einem selber Spaß macht, auch euch gefällt. Und das freut mich halt. Und ihr habt gesehen, der Megalosaurus, der lebt leider noch. Ja, ob wir den denn jetzt so einfach, ja, töten können, ist die Frage. Ich meine, der ist Level 11. Ich bin Level 5. Aber es ist ja kein Problem. Daran ist es ja nicht ab, davon ist es ja nicht abhängig. So die Frage, was wir hier an Engrammen erforschen können. Können wir mal schauen, hier 8 Punkte haben wir. Zum Bogen dauert das nämlich noch eine Weile. Ich glaube, den kann man erst erforschen mit Level 9? Nee. Mit Level 10. Das haben sie auch irgendwann geändert. Also mittlerweile kann man einige Dinge viel später craften. Genau, Bogen war, glaube ich, immer schon Level 10. Oder war vielleicht früher sogar noch... Ach, da hat er sich jetzt hingelegt. Der war ja gefährlich. Na, Leute, auf jeden Fall müssen wir den jetzt irgendwie weglocken. So, die Frage. Einer hat geschrieben, Askalter, lock ihn doch zum T-Rex. Und das ist eine ziemlich gute Idee. Moment mal, oder gibt es hier mehrere? Nee, das ist kein Mega, das ist einfach nur ein... Genau, das ist einer dieser storchartigen Geschöpfe. Genau, zum Glück kein Megalosaurus. Sonst hätten wir ja ein Problem gehabt, wenn es hier ganz viele von denen geben würde. Genau, einer meinte, lock ihn doch zum T-Rex. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo denn der T-Rex momentan steckt. Wäre aber theoretisch eine gute Idee, dann hätten wir nur noch einen von diesen Fleischfressern am Hals. Genau, ich glaube, die bessere Idee wäre einfach wirklich, ihn sehr, sehr weit wegzulocken. Ne, weil ich meine, hier ist er gefährlich nahe, er könnte jederzeit aufwachen und uns dann einfach töten. Und das wäre dann nicht so witzig. Genau, vielleicht sollte ich mir auch erstmal eine Storage Box craften, bevor ich hier auf dumme Ideen komme. Genau, habe ich schon erforscht, genau. Würde ich sagen, bauen wir die auch gleich erstmal auf. Ganz einfach hier. Zack. So, und die stellen wir dann auch gleich mal hier hin. Naja, am Lagerfeuer... Na, ich meine, er kann es meinetwegen kaputt machen, wir werden sie wieder aufbauen. So, normalerweise machen die es ja nicht kaputt, es sei denn, man ist ja in der Nähe. Da können wir dann alles rein tun, was wir momentan so drin haben. Ja, nehmen wir doch alles mal mit. Es gibt ja jetzt anscheinend auch Torch-Sparkler, ist ja interessant. Genau, packen wir einfach mal alles rein, was wir jetzt gerade haben. Einfach nur, damit wir den gleich weglocken können. Genau, auch am besten Fleisch, wobei Fleisch sollten wir lieber braten. Können einfach hier zack. Genau, Kohle können wir ja meinetwegen auch rausnehmen. Fleisch rein. So, dann können wir hier nochmal schön die Kohle rein. Ne, vielleicht ist vielleicht hier noch hinzu. Zack, okay, mehr passt hier auch nicht rein. 5 Fleisch haben wir noch, damit könnten wir ihn theoretisch anlocken. Ne? Wobei, naja, wie will man einen Fleischfresser mit Fleisch anlocken? Im realen Leben kein Problem, in Ark nicht so einfach. Man kann es ja nicht einfach auf ihn werfen und dann kommt der. Geht leider nicht so einfach. Man kann es auch leider, glaube ich, nicht einfach so ins Inventarslot legen. Geht, glaube ich, auch nicht. Also mit Füttern ist schwierig. Sobald man sich nur ein wenig ihm nähert, wacht er auf. Ja? Am besten, wir hätten eine Steinschleuder. Ich glaube, die sollte ich wirklich sehr schnell
sehr schleunigst mal erlernen. Ja, ich meine, habe ich zwar keine anderen Engram Points mehr, aber egal. Hauptsache eine Steinschleuder, müssen wir jetzt mal schauen, wie man diese denn jetzt am besten craftet. Genau, Waffen, Primitiv, Ranged. Und da haben wir sie. Naja, also nur ein bisschen Holz, Fiber und Hide. Und Hide kriegen wir, indem wir eben Dinosaurier töten. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal so. Ja, das ist er. Level 11. Männlich. Genau, noch macht er nichts. Oh, oh, das war der Fehler, Leute. Das war der Fehler. Okay, renn um dein Leben, Askalter. Renn um dein Leben. Wer schneller? Mensch oder Megalosaurus? Der ist ja mega langsam. Egal, Leute. Wir locken ihn so weit wie möglich weg. Das ist der Plan. Bis wir irgendwann einen Bogen haben und dann... Nein, er folgt uns gar nicht. Aber das ist anscheinend eine... Guck mal, es ist leichter, als ich dachte. Weil er halt ziemlich langsam ist und ziemlich müde. Er ist halt nachtaktiv. Hey! Hallo? Ich hab Fleisch. Willst du ein wenig Fleisch? Hier. Kann ich bitte mein Fleisch wieder haben? Hallo? Hallo? Wow, 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 wow! Der hat mich gerade hochgeschleudert. Okay. Ja? Möchtest du mir denn nicht folgen? Beschleunigt er eigentlich? Das ist ja mega langsam. Das ist ja süß. Wobei, wenn ich keine Stamina... Oh, genau, wenn ich keine Stamina habe, hätte ich ein Problem. Aber ansonsten... Schaut euch das an, Leute. Das ist ja... Und ich dachte immer, der wäre gefährlich. Kann auch sein, dass er jetzt nur tagsüber so langsam ist. Vielleicht ist er ja nachts schneller. Ja, ihr merkt schon, die Musik wird wild. Aber eigentlich... Leute... Der stellt gar keine Bedrohung dar. Ob, ich nehm's zurück. Er stellt eine Bedrohung dar. Aber nicht so groß, ne? Ich meine, nimm dies! Du wirst gegen die Schildkröte verlieren! Und gegen mich auch! Ja, oder auch nicht. Genau, ich meine, ist ja auch egal. Ich hatte ja nichts im Inventar. Aber wir werden den noch besiegen, das sage ich euch, Leute. Wir werden den Kampf gewinnen. Auch wenn es Jahre dauern sollte. Was natürlich nicht tun wird, ne? So, wieder respawn. In unserem Haus. Wunderbar, Leute. Ich meine, einen besseren Ort hätte ich mir nicht aussuchen können. Das sieht einfach so episch aus. Ich brauche gar kein Haus bauen, Leute. Ich bin hier mehr als zufrieden. Gut, Hide brauchen wir. Würde ich sagen, holen wir wieder unsere Werkzeuge. Ja, Fackel brauchen wir jetzt nicht. Aber eine Axt, genau. Also Holz haben wir genug, denke ich. Fiber auch, nur Hide brauchen wir. Kriegt man auch ganz einfach. Wir brauchen einfach irgendwelche Geschöpfe hier. Am besten einen Dilo. Die sind sehr leicht down zu kriegen. Oder auch meinetwegen hier so ein Dieb. Ich habe doch nichts. Außer genau sowas hier. So was Einfaches. So, mal gucken, ob wir ihn kriegen. Ja, den... Ja. Komm mal her. Hey! Stirb doch mal endlich! Okay, der kommt nicht mehr weiter. Perfekt. In der Falle. Theoretisch könnten wir jetzt zähmen. Möchte ich aber gar nicht. Möchte ich einfach nur meinen Sparkler wieder haben. Und ein bisschen Hide kriegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit, Ich weiß, Leute, es ist eine vertane Chance. Eigentlich hätten wir ihn auch, zähmen können. Wäre vielleicht schöner gewesen. So als ersten Dinosaurier. Aber ich denke mir, wir brauchen eher Hide jetzt, ne? Damit wir unseren Erzfeind hier töten können. Das ist momentan wichtiger. Das hat hier oberste Priorität. So, noch ein bisschen Flint. Dann wieder ein bisschen Holz. Und theoretisch sollten wir jetzt unsere Spitzhacke, also unsere Axt reparieren können. Wunderbar. Genau, jetzt sollten wir eigentlich auch alle Zutaten zusammen haben. Jetzt können wir uns endlich eine Slingshot craften. Und dann können wir den so ein bisschen ärgern. Unseren lieben Freund. Genau, töten können wir ihn wahrscheinlich noch nicht. Da haben wir leider noch nicht genug für. Aber immerhin ärgern. So, wollen wir mal schauen. Da haben wir jetzt, genau, Fiber, Holz und unsere Slingshot haben wir hier. Ja, ihr seht schon, kein Problem. Sofort gecraftet. So, gucken wir nochmal ins Inventar. Da haben wir sie. Ein paar Steine haben wir auch. Da können wir auch schon den Rest, würde ich... Genau, mal hier gucken. Ein bisschen Fleisch ist noch drin. Genau, Holz raus. Genau, alles, was wir jetzt gerade nicht brauchen, weg damit. Sollen wir uns lieber aufsparen, denn wir könnten ja jederzeit wieder sterben. Genau, Steine sollten wir mitnehmen, ist ja klar. Genau, und was können wir noch? Ja, und ich meine diesen... Ich weiß ja nicht mal, was diese Sparkler bringen. Ich glaube, die können wir auch behalten.
Ich glaube, einen wirklichen Nutzen haben die nicht. Genau, warum habe ich jetzt meine Axt mitgenommen? Gute Frage. Ne, meine Spitzhacke, die bringt momentan hier nichts. Da sollte ich dann lieber eine Axt nehmen, um ein bisschen an Stein zu kommen. Aber wir können ja auch alles ein bisschen aufsammeln. Ich meine, wir haben theoretisch genug Stein. Jetzt müssen wir nur noch unseren Megalosaurus finden. Und dann kann die Party losgehen. Also, Megalosaurus. Wo treibst du dich momentan rum? Ne, ich meine, einige werden jetzt denken, Askalte, er ist doch schon weit genug weg. Was willst du denn jetzt überhaupt noch tun? Er ist noch nicht weit genug weg, Leute. Er könnte jederzeit wiederkommen und unser Lagerfeuer erneut zerstören. Da liegt der. Ne? Ich glaube, am schlauesten... Das ist ja gar nicht, das ist ein Stein. Genau, er tarnt sich, Leute, er tarnt sich. Das ist... das Schwierige daran. Ich weiß nicht, hat die Schildkröte ihn vielleicht getötet? Das könnte natürlich auch sein, dass er bereits gestorben ist durch... Nein. Nein, Leute, ist er nicht. Hey! Die können mir nur Steine klauen. Ja, Leute, den könnten wir töten. Das könnte was werden. Aua! Vergesst, was ich gesagt habe. Es ist leider nichts geworden. Na gut, ich meine, jeder Versuch macht klüger. Und wir kommen unserem Ziel auch immer näher. Ich weiß ja nicht, wie viel Leben ein Level 11er... Naja, okay, der Wild ja natürlich auch deutlich mehr Leben als gezähmt. Vermutlich wird er, ich weiß nicht, 300 Leben haben. Ne, vielleicht 300, vielleicht ein bisschen mehr. Da müssen wir sehr lange auf ihn einschlagen. Genau, und dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen weiter weggehen. Nicht zu nah. Nicht so lange in der Nähe von meinem Beutel liegt. Naja, können wir erstmal unser Fleisch holen. Ich glaube, hier war gar nichts Wichtiges drin, außer genau... Ne, gar nichts mehr. So, das Fleisch hat er schon rausgenommen. Typisch. Okay, wollen wir mal schauen, ob wir unsere Slingshot jetzt wieder bekommen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Aber keine Steine. Wo sind die denn? Die haben... wurden alle geklaut, Leute. Naja, sammeln wir halt ein bisschen. Ich hätte vielleicht doch die Spitzhacke mitnehmen sollen. Wäre dann alles ein bisschen schneller gegangen. Ich meine, können wir auch hier auf die Oldschool-Art... genau, machen wir einfach auf die Oldschool-Art. Holen uns hier ein bisschen was... und craften uns einfach eine neue. Ich meine, so viel braucht es gar nicht, ne? Können wir jetzt mal schauen. Primitiv, unter, genau, Waffen, Primitiv, Melee. Da haben wir sie. Ach, Fetch brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und schon können wir sie craften. Eine Axt wäre natürlich sinnvoller gewesen. Aber dafür brauchen wir Flint. So, wenn wir dann einen Flint haben, dann reicht das auch schon. Metall brauchen wir noch gar nicht. Genau, jetzt kommt die Axt, Leute. Jetzt kommt die Axt, mein lieber Freund. So, damit kriegen wir nicht unseren Stein. Zack. Ich denke mal, so 30 Steine sollten erstmal reichen. Wir dürfen ja auch nicht zu schwer werden. Ich meine, wenn man mal mein Inventar anguckt. Oh, perfekt. Genau, immer schon auf Leben. Ich glaube, ja, Movement Speed wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen sinnvoller am Anfang. Weil ich glaube, hier muss, ja, man, besonders am Anfang muss man einfach rennen können. Aber egal, so, 47 Steine reicht erstmal. Komm her, mein Freund. Genau, wir sollten vielleicht in eine andere Richtung laufen. Hä? Hi! Trike, guck mal, wer da ist! Der Trike will ihn gar nicht angreifen. Genau, muss er aufpassen, auch wegen diesem kleinen Dinosaurier, der mich hier beklauen möchte. Der ist nämlich relativ schnell. Nein! Wow, 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 wow! Alles gut, alles gut. Alles gut. Wo ist der T-Rex, wenn man ihn braucht? Wo ist der T-Rex, wenn man ihn braucht? Nicht da. So, jetzt logge ich ihn nach oben. Dort wird er mir nicht entkommen können. Ne, blutige Nase hast du schon. Das wird nicht das Einzige sein, was bei dir blutig wird, sage ich dir. Ja, Leute, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Der geht K.O. Obwohl, den könnten wir zähmen, Leute. Wir zähmen einfach unseren Feind. Das wäre genial, wenn wir das schaffen würden. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Zu viele Unbekannte. Oh. Und es fängt auch schon an, leicht zu laggen. Nein. Leute. Ja, es lag an den Lags. Also, ich bin nicht schlecht oder so. Es lag eindeutig an den Lags. Ihr habt es gesehen.
Naja, immerhin konnten wir ihn ein wenig verletzen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir brauchen nur noch ein wenig Zeit. Und vielleicht ein paar mehr Steine. Und vielleicht ein bisschen mehr Movement Speed. Und dann könnten wir auch ein bisschen mehr handeln. Und vielleicht brauchen wir ein bisschen Fleisch. Genau, Fleisch ist immer gut. So. Und es wird auch langsam dunkel. Wir sollten uns wirklich beeilen. Ich weiß ungefähr, wo ich gestorben bin. Ich denke, genau. Er legt sich jetzt wahrscheinlich auch schlafen. Wobei, es wird langsam Nacht. In der Nacht sollten wir nicht versuchen, ihn down zu legen. Das kann nach hinten losgehen. Und zwar richtig nach hinten. Aber gut. Egal, wir versuchen es trotzdem. Machen wir. Ich meine, wir könnten den echt zähmen. Und das wäre doch richtig krass. Wenn wir dann gleich zu Anfang so einen Megalosaurus hätten. Ich meine, warum sollten wir ihn töten? Wenn wir ihn auch zähmen könnten. Und da haben wir unseren guten alten Freund, der uns vorhin nicht helfen wollte. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen. Vielleicht heißt es einfach Ascalter, du musst ihn gar nicht töten. Du musst ihn gar nicht vom Rex töten lassen. Du kannst ihn auch zähmen. Vielleicht sollte das echt ein Zeichen sein. Ich weiß es nicht, aber ich lege es jetzt einfach gerade so aus. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob ihr meint, ja, Ascalter, du musst ihn unbedingt zähmen. Oder ob ihr meint, Ascalter, besiege ihn. Er hat dich getötet. Gut, vielleicht sollte ich mir auch ein paar Beeren pflücken, falls ich hier gleich wieder beklaut werde. Genau, falls ich jetzt beklaut werde, ich habe Beeren dabei, die können die gerne mitnehmen. Ne? Und dann ist alles gut. Weil wenn man nichts dabei hat, dann wird man einfach nur ausgeraubt, bis aufs Fleisch und das ist nicht witzig. Also, wo ist mein... Ich höre irgendwas. Wo ist mein Leichnam? Beziehungsweise mein Beutel. Meine Steinschwert. Er bewegt sich. Gut, ich meine, da komme ich anscheinend jetzt nicht so leicht ran. Ich muss ihn wahrscheinlich erstmal weglocken. Ich muss ihn erstmal weglocken, Leute, sonst geht's nicht weiter. Okay, okay. Weglocken, weglocken, weglocken. Einfach weglocken. Und alles wird gut. Genau, komm erstmal hierher. Und jetzt renn! Oh! Aua! Das tat weh. Das hat gesessen. Ich glaube auch so spät, das wird es so stärker, bitte. Oh! Da bin ich auch so sehr ins Menü gegangen. Das ist, kann auch fatal enden. Also, mein Freund. Guck mal, jetzt ist er ein bisschen abgelenkt. Da wollte er gerade schlafen gehen, ne? Ja. So, wir locken ihn am besten zur Basis. Das heißt, falls ich sterbe, kann nicht viel passieren. Dann kann ich sofort respawnen. Schön auf den Kopf, Leute. Mist. Gar nicht so einfach. Aber der Vorteil ist natürlich, dass er sehr langsam ist. Er ist weg. Oder? Wo läuft er denn hin? Will er jetzt mich reinlocken? In eine Falle? Oder will er selber fliehen? Ja. Oh Mist. Was brauche ich zum Reparieren, Leute? Ich brauche Fiber und Hide. Wow. Jetzt auch noch ein Archi. Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub's nicht. Wir haben verloren. Wir haben sowas von verloren. Hier wäre ein Dodo das. Nein. Oh nein, Leute. Such dir jemand anderen, Archi. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Und er weiß, dass ich nicht tot bin. Oh Mann, Leute. Also jetzt schon als Anfänger hier in Ark. Es ist nicht leicht, ne? Immerhin konnten wir jetzt unseren Freund hier weglocken. Die Mission ist schon mal geglückt. So ist die Frage, ob wir ihn auch zähmen können, ne? Ich meine, wir haben... Na okay, wir müssen das mit Narkobären machen. Aber ihr seht schon, es ist sehr gefährlich dort, ne? Ich meine, es gibt einen Rex, es gibt Archies. Vermutlich gibt es auch noch andere Megalosaurier. Ich werde jetzt versuchen, dass wir unseren Stuff wieder kriegen. Immerhin, unser Ziel ist eigentlich erreicht, ne? Er ist weggelockt. Er kann uns eigentlich keinen Stress mehr machen. Aber vielleicht könnten wir ihn ja auch noch zähmen. Das ist halt so die... Genau, das, was ich mir noch ein bisschen offen halten möchte. Wenn es übrigens auch wollt, wenn ihr mal das... Oh! Ja, Tod Nummer 10. Damit gezählt hat, schreibt mir in die Kommentare, das wievielte Mal ich jetzt gerade sterbe. Oder wir könnten ihn... Jo, ich werde jetzt sterben. Oder? Ja. Megalosaurus! Megalosaurus! Archie, willst du nicht gegen einen T-Rex kämpfen? Nein?
So, alles mitnehmen. Oh, und rennen. Vielleicht springen? Nein, nicht springen, das ist nicht gut. Obwohl. Megalo, wo bist du? Hä? Der Archie ist weg, oder? Der Rex ist zwar noch da. Gut, er kämpft gerade gegen einen Stego. Das ist vielleicht meine Chance. Ich sollte mal... Da liegt er. Da liegt er. Gut, ich sollte einfach ganz weit weg. Tief ins Gebüsch. Dort, wo mich niemand sehen kann. Alles ist gut. Jetzt brauche ich ein bisschen Fiber. Kein Problem. Und Hide. Das ist das Problem. Da muss ich theoretisch an Dodo ran. Oder ein Kombi. Hallo. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Die Götter waren uns gnädig. Wir haben einen Steinschleuder. Das Problem ist nur, ich glaube wirklich, dass der Rex es wirklich schaffen würde, den zu besiegen. Er ist gefährlich nah. Genau, er hat jetzt... Er tut mir gerade einen Gefallen. Er tötet die Argies. Vermutlich wird er mir noch einen weiteren Gefallen tun, indem er mich tötet. Ich wusste es! Und... Ich springe um mein Leben und... Das Wasser war tief genug. Aber auch für ihn. Aber auch für ihn. Okay, Leute. Ich glaube, es war wirklich die Todesfolge schlechthin. War auf jeden Fall ziemlich witzig. Wir haben immerhin unser Ziel erreicht, ne? Und der Megalo lebt noch. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich ihn ziehe, dann schreibt es in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Auch wenn ihr es nicht wollt, gebt einfach einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten, ja, war es dann auch wieder mit dieser Folge. Ja, und ich plane auch jetzt, dass Ark Ragnarok alle 2 Tage kommen wird, ne? Also mindestens alle 3, aber ich denke mal, alle 2 Tage wird Ark Ragnarok jetzt kommen. Wenn ihr das gut findet, dann schreibt es in die Kommentare, ne? Auch damit die anderen das sehen, falls die anderen fragen, ne? Helft euch gegenseitig, beantwortet euch gegenseitig, wann jetzt die nächste Folge kommt. Und ja, wenn ihr noch Ideen habt, ne, dann könnt ihr diese auch natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, werde ich jetzt erstmal versuchen, meinen Stuff wieder zu bekommen und zu versuchen, dass der T-Rex, ja, den Megalo nicht tötet. Damit ich nämlich auf eure Kommentare abwarten kann. Also Leute, das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.